Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Der Aktionär TV-Interview. Mein Interviewgast ist Michael Schröder. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie haben uns wie gewohnt Ihre Nebenwerte-Watchlist mitgebracht und da ist zunächst mal Cancom drauf zu sehen. Wir sind ja im letzten Quartal 2015, haben wir schon einen deutlichen Anstieg der Aktie gesehen. Dann gab es kleinen Rücksetzer. Jetzt nähern wir uns wieder diesen Höchstständen, die wir da gesehen haben. Wie geht es jetzt auf diesem Niveau weiter? Ja, das ist die Frage aller Fragen. Ich muss hier mal ein bisschen aus dem Bild gehen, damit man das Entscheidende überhaupt sehen kann. Sie haben es richtig angesprochen hier. Über den Herbst hinaus bis zum Jahreswechsel doch eine sehr nachhaltige Aufwärtsbewegung, ungeachtet vieler Turbulenzen am Markt. Also die Cancom-Aktie in der Zeit doch sehr trendstark und sehr autark. Es gab dann wieder die ein oder andere Spekulation über eine Übernahme, dass hier gezielt zugekauft wird. So viel, ja, kann man jetzt schon sagen, es ist mit Sicherheit nicht ganz haltlos, was da gesprochen wurde, aber vielleicht sind wir hier noch ein paar Wochen zu früh oder ein paar Monate zu früh, man muss mal schauen. Jetzt hier sehen wir natürlich Anfang des Jahres der Rücksetzer, da kann man glaube ich sagen, 10 von 10 Aktien aus dem HDAX haben diesen Rücksetzer im Markt, im Gesamtmarkt mitgemacht. Besonders interessant hier bei der Cancom-Aktie, anders als viele Aktien, direkt wieder die Trendaufnahme, die Gegenbewegung. Wir sind hier direkt wieder nach oben rausgezogen, sind auf dem besten Weg, das jüngste Verlaufshoch zu erreichen. Hier 44,90 Euro. Also entscheidend für die künftige Entwicklung, die 45 Euro Marke zieht die Aktie jetzt hier direkt raus. Da haben wir wieder ein massives Kaufsignal und Luft bis in den Bereich der Kursziele der Analysten. Zuletzt Hauck & Aufhäuser sei hier mit 55 Euro als fairen Wert einmal erwähnt. Wenn man sich den Chart hier anschaut, kann man durchaus davon ausgehen, dass die tatsächlich ohne größere Konsolidierung in diesem Bereich direkt durchzieht die Aktie. Denn auch jetzt hier, gerade in den letzten Handelstagen, als es doch sehr volatil und dynamisch war am Gesamtmarkt, Cancom konnte sich mehr oder minder loslösen und strebt immer weiter nach oben. Das nicht ohne Grund, denn auch fundamental passt das Bild bei dem Unternehmen. Sie haben gesagt, mögliches Übernahmeziel. Gibt es denn eventuell schon so ein paar Interessenten durch diese Kanzlei? Nein, es gibt also noch keine Interessenten. Es gibt, der Hintergrund der Geschichte ist, es gab in der Branche der IT-Dienstleister eine Übernahme im letzten Jahr. Und da hat man jetzt einfach mal, wie es so üblich ist von Analystenseite, die Bewertungsmultiplen übereinander gelegt für das, was dort bezahlt wurde. Ja, hätte man hier noch mehr als 50% Aufschlagskurspotenzial für Cancom im Bereich einer Übernahme. Das wirkt natürlich Begehrlichkeit und man sieht hier, die Aktie ist im Aufwind und das ist das positive Zeichen. Daher spekulieren wir im Realdepot auch auf steigende Kurse bei Cancom. Steigende Kurse hier, mal schauen, ob Sie da auch bei Ströer ähnliche Worte finden. Wie sieht es hier aus und wie können es vor allem weitergehen? Ja, man sieht hier, Ströer haben wir schon oft besprochen, Highflyer im letzten Jahr, jetzt hier doch eine ziemlich ausgedehnte Konsolidierung, die hier sich ja, die ihren Höhepunkt jetzt in den letzten Wochen gefunden hat, sind auf die 200 Tage auf die Signallinie aufgesetzt. Es gab jedoch einen ziemlich zähen Verkäufer, den hat der Vorstand aber mit einer, ja, recht interessanten Maßnahme quasi vom Feld verwiesen. Vorstand hat hier in der Pressemitteilung mitgeteilt, dass es eben keine operativen Probleme gab, dass wir 2015 hier durchaus über den Prognosen rauskommen könnten und auch der Ausblick auf 2016 nicht schlecht ausfällt, sondern eher recht vielversprechend ausfällt. Man sieht hier ganz kurz, die Aktie hat sich hier auch gegen den schwachen Markttrend eben von diesen Tiefskursen lösen können. Im Moment konsolidieren wir diesen Aufstieg im Bereich 54, 55 Euro. Denke mal, mit den nächsten Zahlen, die das Ganze dann belegen sollten, wird sich die Aktie hier weiter nach oben absehen. Erste Ziele im Bereich um 60 Euro. Ströer nicht nur hier beim Aktionär, sehr beliebt auch von Seiten der Analysten. 13 Analysten haben das Unternehmen im Coverage, die Aktie im Fokus. Alle drei empfehlen den Wert zum Kaufe. Das durchschnittliche Kursziel liegt irgendwo, ich habe es nicht genau parat, im Bereich um 63 Euro. Man sieht also fundamental auch, wie charttechnisch Luft nach oben. Also auch hier auf dem aktuellen Niveau überwiegen eher die Chancen als die Risiken. Aber bevor ich das hier in dieser Schalter, in dieser Sendung vergesse, kippt der Gesamtmarkt jetzt wie von vielen Anlegern erwartet deutlich ab, deutlich nach unten, setzt sich die Talfahrt dynamisch fort. Dann sind natürlich auch diese Szenarien erstmal Makulatur. Dann wird es auch hier bei diesen Aktien Rücksetzer geben.
Es wird auch eine Personalie geben am 1. Juni, neuer CEO Marc Schmitz. Ist das eine sinnvolle Personalie? Ja, das ist mit Sicherheit sinnvoll, weil sonst hätte der Vorstand also der, und der Aufsichtsrat der Sache nicht zugestimmt. Ich glaube schon, dass Sie da mit Sicherheit einen guten Mann hier mit an Bord holen. Dann schauen wir auf Helmer Eigenheimbau, den dritten Wert, den Sie dabei haben. Da sind die Analysten von GBC Research, die sehen das Kurspotenzial weitgehend ausgereizt für diesen Wert. Sehen Sie das ähnlich? Nein. Da muss ich den Analysten mal widersprechen. Gut, Sie Analysten analysieren jetzt den aktuellen Status quo, aber wir werden hier Anfang März von Seiten des Unternehmens eine neue, einmal gibt es die detaillierten Zahlen für 2015 und eine abgedatete, eine neue mittelfristige Prognose. Und da kann man davon ausgehen, dass der Vorstand die aus aktueller Sicht nicht senken wird, sondern hier überall noch deutlich einen Schnaps drauflegen wird. Und spätestens dann wird man in Augsburg bei GBC Research auch wieder ein wenig Armkurs ziehen, nach oben drehen müssen. Aus meiner Sicht, bei Warburg Research hat man es schon getan, liegen die Kursziele deutlich im 50er-Bereich. Und man sieht hier, klar, die Aktie im Moment ein wenig im Konsolidierungsmodus hier, den letzten Aufschwung Ende des Jahres, der wird gerade konsolidiert, aber Kurse oberhalb 45 Euro würde wieder ein frisches Kaufsignal generiert und ich bin überzeugt, spätestens Anfang März mit den neuen Prognosen zieht die Aktie hier über diese Hürden hinaus in den 50-Euro-Bereich hinein. Wir schauen noch auf KUKA, da hat ein Großaktionär in dieser Woche für Kursbewegung quasi gesorgt. Was war da genau los? Ja, enorme Kursbewegung. Erstmal haben wir hier bei KUKA, klar, den rasanten Abwärtstrend A, dem Markt geschuldet, B, natürlich auch der ambitionierten Bewertung KUKA. Da scheiden sich die Geister. Viele sagen, boah, ist viel zu teuer. Andere sagen, ist in einem absoluten Wachstumsmarkt unterwegs mit den Robotern, der Zukunftsmarkt, schlechthin. Aber in den letzten Wochen, man sieht es hier recht eindrucksvoll, haben hier die Bären das Ruder übernommen. Jetzt kam hier im Bereich um 65 Euro die Trendwende. Sie haben es angesprochen. Es gab eine Aufstockung eines der drei Großaktionäre, die Midea, ein Anlagenbauer aus China, hat auf knapp über 10% aufgestockt. Das weckt natürlich an der Börse immer wieder das Interesse. Hier, oh, mögliche Übernahme da. Muss man mal klar darstellen, Übernahme nur möglich, wenn der größte Großaktionär, Voigt mit einem Anteil über 25% hier mitspielen wird, weil nach deutschem Gesetz braucht man 75% der Anteile für eine Übernahme etc. pp. Ist alles bekannt. Soll heißen, solange Voigt hier seine Anteile nicht abgeben würde, ist das Thema ganz klar obsolet und vom Tisch. Aber nichtsdestotrotz, die Aktie hat einen ordentlichen Schub bekommen. Klar, es ist eben auch nicht vom Tisch, ob da tatsächlich der Großaktionär seine Stücke nicht doch abgeben will. Das wird dann aber mit Sicherheit nicht hier unter dem Bereich des bisherigen Jahres- oder Allzeithochs bei 85 Euro passieren. Das wird dann noch eher in dreistelligen Kursregionen passieren. Daher verwundert dieser jüngste Kursaufschlag hier nicht. Die letzten Analystenstimmen aus dem Hause UBS haben eine faire Bewertung jenseits der 90 Euro dargestellt. Also man sieht, es ist fundamental und auch rein von den Spekulationen ziemlich viel Zug in der Aktie und durch diese Trendwende hat sich das Chartbild auch wieder ein wenig verbessert. Signallinie wurde zurückerobert. Es kann also durchaus sein, wenn wir hier in einem halbwegs ruhigen Marktumfeld, dass sich die Aktie tatsächlich jetzt zeitnah den ehemaligen Höchstständen 85,77 Euro wieder annähern kann. Aber wie gesagt, alles sehr spekulativ. Es würde mich auch nicht wundern, wenn sich diese Übernahmespekulationen eben wieder ziemlich schnell in Rauch auflösen würden und die Aktie tatsächlich auch ihren Abwärtstrend aufnimmt. Also hier schwer einzuschätzen. Jetzt haben wir vier Nebenwerte uns angeschaut. Wenn man jetzt vielleicht eher konservativ orientiert ist oder eingestellt ist, welche Aktie wäre dann am interessantesten? Ja, aus meiner Sicht, der Fels in der Brandung in diesem Marktumfeld war und ist die Helmer Eigenheimbau. Ist natürlich ein Nebenwert, ist relativ klein. Der Handelsumsatz ist nicht so groß wie bei einer KUKA oder bei einer Cancom. Aber nichtsdestotrotz überzeugt die Firma mit hohen zweistelligen Wachstumsraten, einer soliden Bewertung und eben der erwähnten möglichen Erhöhung der Mittelfristprognosen. Also hier stimmt das Bild für mich am ehesten. Daher sind wir hier auch im Realdepot beim Aktionär schon seit über 12 Monaten bei Helmer investiert. Und ganz allgemein noch, jetzt ist es ein schwieriges Marktumfeld. Wie kann der Anleger momentan sich aufstellen? Wie kann er am besten sich positionieren? Ja, am besten positioniert er sich so, dass er
Aktien in sein Depot aufnimmt, die in den nächsten Wochen steigen. Um die herauszufinden, empfehle ich einfach, weiterhin hier im Aktionär-TV zuzuschauen oder auch gegebenenfalls mal den Aktionär am Kiosk zu kaufen. Denn da sind möglicherweise die interessantesten Aktien für Börsenphasen wie diese enthalten. Also das jetzt hier zum Abschluss vielleicht einfach meine Empfehlung, um mich jetzt hier nicht auf einzelne Strategien oder Aktien festlegen zu müssen. Kleiner Teaser auch auf unser Programm und natürlich auf das Magazin. Und ganz abschließend noch, der DAX hat jetzt im Januar 8,8% verloren, der Februar ging mit Verlusten los. Wie hat denn in der Zeit der TecDAX und der MDAX sich entwickelt? Nö, im Prinzip relativ d'accord. Also die großen Indizes, da hat sich jetzt keiner in der Entwicklung irgendwie abkoppeln können, weil gerade im Januar wurde halt alles über einen Kamm geschoren und alle Indizes sind unter Druck geraten. Und man muss jetzt sehen, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln kann. Da werden wir natürlich wieder drüber reden. Besten Dank, Michael Schröder, für den Moment. Danke fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.